Hallo meine lieben Hündchen und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Hundes. Heute sind wir mal endlich wieder live. Alter, ich habe schon wieder so lange drauf gewartet, dass wir wieder einen Livestream machen. Sorry dafür, Leute. Aber jetzt sind wir wieder am Start mit Karl-Heinz zusammen. Ich hoffe, wir haben heute wieder ein bisschen Spaß mit Karl-Heinz. Und zwar mit dem fetten 9 AMG C63S, ja, Sport, erstmal hier dranhauen. Richtig geil schon mal aufgemotzt. Ich habe den schon davor ein bisschen vorbereitet, dass wir da nicht irgendwelche so stehen haben. Nein, wir haben hier wirklich einen richtig, richtig fetten AMG stehen, den ich nice finde. Passt irgendwie zu Karl-Heinz. Und dann ist schon die Uhr 2015, ballert hier 476 raus. Seid gegrüßt, Jaxion, so seid bedankt. Was seid bedankt für diesen Stream heute Abend? Hier ein kleiner Oculus. Mir gelüst gerade nach einem Money Rain. Es wäre frohlockend, ich schätze mal verlockend, dies nun sehen zu können. Gehabt euch wohl eure Uhr. Euer Herr Newstime, da kriegst du natürlich mal Money Rain eingedrückt. Dankeschön. Er ballert hier mal raus am Anfang. Am Ende, genau, am Ende. So machen wir das. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Wer wieder aktiv dabei ist, kommt wieder Hashtag aktiv in den Chat reinballern und da kommt schon wieder 90 Cent rein. Von wem denn? Co-Echo. Warte mal. Q-Eck. OOCXXX, Dankeschön für 90 Cent und Jonas Küster ballert raus. Dankeschön an Jonas Küster für 1 Euro Donation. Beste Grüße geht raus hier. Boah, ich bin heute so gut gelaunt, Alter. Heute ist der Launungspegel immer richtig weit oben, weil ich schon so lange nicht mehr gestreamt habe. Es fühlt sich so ganz anders an heute. So, ich geh mal hier rein. Das ist das Sound. Zu unserem, ihr wisst ja, dass schon unser Freund da drin, Karl-Heinz und ich, wir werden heute einfach scheiße bauen, Leute. Ich werde heute wieder so viele Leute ausrauben. Und ihr wisst ja, wir haben ja letztes Mal diesen Skript da drin gehabt, dass wir die Körperteile und so alles zerfetzen können. Das ist auch noch drin. Das heißt, heute wird's echt lustig. Im Gegensatz zu sonst immer. Flo live da. Hallo there. Binst du? 200 Euro? Hat der da gerade 200? Ich streame seit 1 Minute 48. Und du ballerst mir 200 Euro raus? Das ist der Sound of it. Das will ich jetzt aber im Chat sehen, dass das wirklich echt war von dir. Und dass du es auch wirklich ernst gemeint hast mit 200 Euro. Ey, das ist abnormal. 200 Euro wirklich. Dankeschön, Jonas. Aber Jonas Küster, beste Grüße gehen raus. Alter, 200 Euro. Das ist nicht dein Ernst, Diggi. Der hat dir 200 Euro rausgeballert. Nö. Ich habe noch nie in einem Stream, wo ich eine Minute gestreamt habe, 200 Euro bekommen. Das kann nicht ernst sein. Schreib mal in den Chat rein, Alter. Bitte schreib rein, ob das bitte aus Versehen war oder ob das jetzt ernsthaft war. Weil wir hatten schon so Fälle, wo die Kreditkarte ihrer Mutter oder ihrem Vater genommen haben und dann hier einfach donated haben bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich eine Mail bekommen von der Mutter, dass ihr Sohn das gespendet hat und er durfte nicht. Weil es mir so hohen Beträgen. Bin ich mir mal unsicher, aber ich sag schon mal danke. Ich weiß nicht, ob es echt ist. Beste Grüße geht raus, weil bei so hohen Beträgen bin ich vorsichtig. So, aber abnormal. Danke, Flo live, aber bitte nicht so viel donaten, Alter, das ist doch zu viel. Jonas Küster, wie gesagt, Grüße gehen raus und GMV, Dankeschön für 5 Euro Donation. Manuel Heiliosch ist jetzt neuer VIP, herzlich willkommen. Und ich will Snacks kaufen. Natürlich haben wir wieder kein Geld parat, Alter, super. Dankeschön, lieber Manuel, warte, ich schau mal. Der geht mir eher am Arsch. Ja, okay, blutige Sache, Leute. Wir haben ihn erstmal den Kopf abgeschossen. So macht man das hier in der Hood. So, jetzt gehen wir zum Tresor und ballern uns hier mal ganz schnell die Sachen raus. Warum ich das gemacht habe, weil es unser Freund ist, der wird immer wieder belebt. Also, wenn er den Kopf ab hat, ist nicht so schlimm, Leute. Der ist, nach 2 Tagen ist er wieder da. Das ist auch nicht wieder das... Oh, nee, Kacke. Das ist auch nicht wieder das aushält so mit uns, aber anscheinend kommt er immer wieder. Was haben wir das hier gleich? GG, auf jetzt. Mann, jetzt mach drauf. So. Genau, und der eine noch. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Da, so machen wir das hier. So, rein die Luzi. Wie kann man VIP werden? Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Sag mal, da ist jemand. Oh! Spinnst doch! Das ist das. Boah, Alter, wie angeschossen. Du bist ein kleiner Wuppel, weißt du das? Schnell abhauen, Leute, schnell abhauen. Scheiß, die Wand, der hat mich erstmal angeschossen. Oh, nee, Digi, nein, nein, nein. Ich bin schon fast down wegen dem. Der hat mich so gut angeschossen. Igent X Socks ein X Junge, Alter. Das macht mich fertig. Nee. Igent so ein Junge wird das wohl heißen. Warum auch immer. 229 Ballade raus. Kannst du mich grüßen? Heiße Lukas. Ja, Lukas, Grüße gehen raus an dich. Dankeschön für deine Donation. Und die Banane ballert raus, die 2,50. Du bist der Beste. Vielen Dank auch an die Banane, Leute. Jetzt gibt es aber gleich einen fetten Dorfscheib hier von mir ausgeballert. Aber erstmal müssen wir die Polizei los. Wir haben aber noch 3 Sterne parat. Ja, ich krieg die 3 Sterne nicht los, kommt mir vor. Ah doch, ich werde sie, glaube ich, langsam los nur.
Dann Max 100 Euro. Kannst du mich grüßen? Du bist ein Ehrenmann. Ja, Max, beste Grüße gehen raus an Max Nummer 1 und die Uhr ballert nochmal raus. Flo Live hat im Chat geschrieben, ist ernst. Danke, die Uhr, dass du mir das da reinschreibst, weil der Chat ist mal wieder so bastialisch voll, ja. Das ist, das ist ja nichts Schlechtes, Leute. Ist ja nichts Schlechtes. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und Mr. Was? Pädagoge. Best geschrieben, Alter. Bist der Beste, kannst du mal Money Rain machen. Natürlich, jetzt gibt's mal gleich einen fettigen Dosh-Hype hier für euch, weil ihr so viel rausballert. Ihr seid abnormal. Und jetzt sind sogar die Cops losgeworden. So macht man das. Jawohl. Leute, so macht man das. Wir haben direkt mal hier Dingsy ausgemacht. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Das ist die Sound, ich Sache jetzt nicht. Ich hab das hier... Nee, warte mal. Ich mache ja mal so gerne mein Gesicht so rein. Ich muss das mal einstellen, dass das für GTA auch so ist. Weil das Problem ist, wenn ich dann umschalte, das tue ich nämlich in Fortnite machen und in GTA komme ich dann in den Fortnite-Screen rein. Wisst ihr, wie es ist? So, ich würde sagen, jetzt wollen wir mal ein bisschen Rambazamba, Rambazotti. Super, mit Auto schon wieder kaputt, Halbert. Hört ihr ballert so viel raus. Jonas Küster. Prahler 2 Euro, ich liebe dich, guck dich schon sehr lange. Hashtag Glocke aktiv. Dankeschön, Jonas. So, alter Leute, ihr ballert so viel raus, ich kann gar nicht mehr zocken. Der Dini Pence ist jetzt euer VIP, dankeschön. Und Julie Mendes hat 220 donated. Das ist mein Monatsgehalt, 200 Euro. Was arbeitest du bitte, dass du 200 Euro ist doch unter Mindestlohn? Oder ist das dein Monatsgehalt im Ferienjob oder was? Weil 200 Euro im Monat, das ist weit unter dem Mindestlohn. 200 Euro im Monat? Nee, ich glaube, du machst so einen Ferienjob oder sowas. Also, wenn du 200 Euro im Monat hast und du machst wirklich einen wirklichen Job, also keinen Ferienjob oder so, dann würde ich einmal nachzudenken, mal einen Job zu wechseln, weil das ist echt wenig. Aber danke, Julie Mendes, für 2,29. Grüße gehen raus hier. Und Mr. B ballert auch einen Euro raus. Leute, ihr ballert zu viel raus hier. Jetzt gibt's aber echt mal nochmal Money Rain hinterhergehängt. Und ich hab Bock, jemanden auf die Gleise zu legen. Wie im Thumbnail zu sehen. Leute, was sollen wir machen? Sollen wir jemanden auf die Gleise legen? Ich würde sagen, wir legen mal jemanden auf die Gleise. Und zwar auf die vorderen hier. Aber wir sind gerade in der Nähe von Gleisen. Wir schauen nur, wen wir mitnehmen werden. Hab grad richtig Bock drauf. Aber weißt du was? Ich fahr mal auf die Gleise. Ich guck mal, ob da jemand ist. Vielleicht ist da so ein Bahnangestellter, wenn die Deutsche Bahn mal wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu spät gekommen ist. Wir kennen das ja, die Deutsche Bahn kommt immer zu spät. Da können wir uns schon mal rechnen an die Deutsche Bahn und hauen dabei jemanden auf die Gleise und sagen mal dem mal unsere Meinung. Das hat zwar nichts damit zu tun, dass die Bahn zu spät kommt, aber wir machen es trotzdem. So, irgend so ein Junge ballert nochmal raus. Das heißt eigentlich irgend so ein Junge. Ja, aber du hast es mit IE geschrieben. Irgend so ein Junge steht da, also bitte. Da muss ich das aber so aussprechen. Nee, also irgend so ein Junge, beste Grüße gehen raus. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und Max ballert nochmal raus. Danke, kein Problem, Max. Und Katie ballert hier die Euro raus. Grüße gehen raus an Katie. Hey, warte mal. Da sind schon welche. Guck mal. Da sind schon welche. Perfekt. Hallo. Warte mal. Kommst du mal mit hier? Ich muss dir was zeigen. Warte, komm mal mit. Ich muss dir mal was Cooles, Lustiges zeigen. Was ganz Cooles. Was ganz Kollega Cooles. Alter, bitte geh mich nicht an. Das ist die Sound, auf ich bin. Natürlich gehst du mich an. Alter, verpiss dich. Warte mal. Soll ich dir mal was zeigen? Und da hat er schon wieder einen Fuß weniger. Das ist die Sound. Sorry, dein Bein, es tut mir leid. So, du kommst jetzt mit uns. Warte mal. Legt euch nicht mit Karl-Heinz an, das ist ganz wichtig, weil da kann ich dich mitnehmen. Scheiße, ich glaube, ich kann ihn nicht mitnehmen. Ach doch, es geht, aber ich muss warten. Nee, keine Polizei rufen. Jetzt komm mal mit hier, Prinzessin. Also nochmal für den Typen, der vorher 200 Euro genähtet hat. Das ist die Sound. Er hat reingeschrieben, dass das echt war. Absoluter Ehrenmann, du kriegst dann... Von mir ohne Scheiß nochmal ihren Like abgeschmissen. Nur für das, Alter. Das ist. Du bist ja nicht mehr normal. Er hat hier wirklich 200 Euro donated und sagt sogar so noch ganz trocken: Ja, das war echt. Ich habe eine Minute gestreamt. Was ein fucking Ehrenmann. Das muss ich dir mal hier hinschmeißen. Ich schmeiß dich mal hier hin. Jetzt warten wir, bis die Bahn kommt, weil die Deutsche Bahn kommt ja immer zu spät. Die kommt selbst hier zu spät, Alter. Ich rufe direkt hier mal an beim Bahnvorgesetzten, was das hier sein soll. Die soll schon längst da sein. Das ist die Sound. Die Deutsche Bahn. Was ist denn die Nummer von der Deutschen Bahn? Ich guck mal. So, mit ein bisschen Glück rufen wir da jetzt die Deutsche Bahn an. Nö. Haben Sie die Nummer von der Deutschen Bahn? Wie geht's Ihnen eigentlich so? Wenn Sie mir die Nummer von der Deutschen Bahn geben, dann, dürfen Sie überleben. Wissen Sie das? Sie wollen doch rumliegen. Okay. Okay, ist ja nicht mein Problem. Jetzt warten wir auf den Zug. Oh, jetzt ballert so viel raus. Der Korbus hat 2 Euro donated. Beste YouTuber, endlich kann ich dir auch mal was spenden. Ich glaube, da kommt der Zug. Das ist die Sound. Ah, der kommt auf der anderen Seite. Nein! So. Rip, rip, rip. Das war's jetzt, glaube ich, komplett. Ja. Das tut weh. Das war blutig. Und das hat, glaube ich, weh getan. Die Deutsche Bahn kam aber zu spät und von einer anderen Richtung.
So, wie siehst du denn aus eigentlich, Prinzessin? Ich habe Geld bekommen und wo ist er jetzt? Aber haben die denn mit... Ach du Scheiße, der schleift so immer mit. Ja moin, das war's ja komplett. Die haben den mitgeschliffen. Ist er das da vorne? Nö. Leute, die haben... Bin ich blind oder haben die den bis da vorne mitgeschliffen? Jetzt no shit, ich glaube, die schleifen den mit davor. Der ist weg, guck, das ist da nirgends mehr. Ja moin, das war's ja komplett, Leute. Also das habe ich noch nicht gesehen, ne? Dass der so weit mitgeschliffen wird. Das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Oder hat sich in Luft aufgelöst? Eins von beiden. Wir wissen es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Corboss, danke schön für 2 Euro Donation. Viele Grüße gehen raus hier an dich. Swiss Dave. Ballert raus, 2,28. Das ist der Sound of a Spende. Keine Message dabei, aber Swiss Dave, Grüße gehen raus. GMV ballert 9 Euro raus. Ehrenmann, GMV immer dabei. Dann der Gamescraft, aber 2,29 raus. Hi, kannst du mich grüßen? Ein Adam. Oder Adam. Nee, ich sag mal Adam, hört sich besser an. Adam. Grüße gehen raus an Adam. Dann Julie Mendes nochmal. Bin Azubi als Friseurin. Aber das ist sei das, wenn du Azubi bist, 200 Euro für ein Azubi? Wirklich? Ich denke mir nur so, ich weiß, als Friseur verdienst du echt wenig. Das weiß ich, weil Freundin Friseur wollte das auch machen, aber als Friseur verdienst du echt wenig. Also kann es doch irgendwie möglich sein, aber das ist echt eine Frechheit, finde ich. Weil Friseur ist nicht einfacher, es ist sogar schwieriger, der Job. Weil du kannst, ich denke mir so, als Friseur, du kannst jemanden die Frisur vermasseln. Da musst du so viel Schiss haben davor. Und das ist ja kein Pipi-Papi-Job oder so. Und du kriegst echt wenig bezahlt dafür. Also Friseur finde ich asozial, dass die so wenig bezahlt bekommen. Und dass du als Azubi 200 Euro bekommst, das finde ich eine Frechheit. Da, mit 200 Euro kannst du ja kaum leben, Alter. Da kannst du gerade mal einkaufen gehen und das war's. Also gerade mal für Nahrung einkaufen gehen im Monat. Also das finde ich assi. Wirklich, das finde ich wirklich asozial. Da sollte man echt mehr Geld bekommen für sowas. Auch als Azubi. So, Alex Spiel-TV. Mein Raid ging wieder mal unten, nach unten. Achso, nach unten, Nische. Geh mal wieder unter, sorry dafür. Der Chat ist einfach so voll, Leute. Tut mir leid, Alex. Xion ballert raus. Xion, darf ich von dir ein Pullover machen? Ein Pullover mit Xion drauf. Es gibt bald einen neuen originalen Merch, by the way. Natürlich, kannst du gerne machen. Mach dir Pullover, schreib Xion drauf. Why not, ne? Angezeigtes, ballert 1 Euro raus. Hallo, mache ein neues Format auf YouTube. Darf ich diesen Stream-Ausschnitt auf meinem Kanal hochladen? Gerne doch. Kannst du gerne machen. Ich habe kein Problem, wenn Leute Ausschnitte von meinem Video verwenden oder so. Das ist der Sound of a Spende. Solange sie das nicht monetarisieren oder irgendwie Scheiße damit bauen, darfst du das gerne benutzen. Natürlich, habe ich kein Problem damit. Xion ballert nochmal 90 Cent raus. Lustig, dass du auch Xion heißt, ne? Und Corboss ballert raus, hier 2 Euro. Man spricht mich Sorbos aus. Ach, Sorbos, weil beim Nicht spricht man Xion aus mit K. So das C als K sprechen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Sprecht Xion so aus, wie ich es gerade sage. Einfach Xion oder Xion. Aber bitte kein Scheißen, bitte kein Kyson. Oh mein Gott, wenn ich schon Kyson im Chat lese. Manche schreiben Kyson, weil sie den Namen nicht ausschreiben können. Das musst du dir mal vorstellen, Digi. Aber Sorbos, werde ich mir merken. Grüße gehen raus. So, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Aufstand. Das ist der Sound of a Spende. So, jetzt will ich mal gucken, was hier passiert. So, ich bin gerade bei Facebook eingebrochen. Wo ist die Deutsche Bahn? Ich will mal mit dem Vorgesetzten von der Deutschen Bahn reden. Wer macht die Facebook-Seite der Deutschen Bahn hier von euch? Ja? Ich weiß ja, ich glaube, ihr habt nichts damit zu tun, ne? Das sagen sie alle, natürlich. Jetzt sagen sie es alle. Das ist der Sound. Mal ein paar Beine abschießen hier drin. Oh, mach mal ein bisschen Unfug hier, würde ich sagen. Welche Waffe geht eigentlich auch? Ach, warte mal, die fette. Ich mach's mal mit der Desert Eagle. Komm mal her. Ich glaube, die macht auch Headshot, oder? Ja, tatsächlich. Na, wer ist jetzt für die Facebook-Seite verantwortlich? Oh, geil, Pizzastück. Jetzt ist nichts mehr mit Pizza hier. Alter, ich habe ihr gerade den Fuß weggeschossen. Warte mal, du kannst wirklich den Fuß auch noch wegschießen? Ach du Scheiße. Ja, ich mache hier mal ein bisschen Unfug, ja? Tut mir leid für blutigen Auseinandersetzer. Aber wenn ihr mir nicht sagen wollt, wer hier drin die Facebook-Seite betreibt, da gehe ich ja ein bisschen Amok laufen. Tut mir echt leid, Oh, das ist blutig hier drin. Oh ne, wir haben 2 Sterne bekommen. Dafür, dass wir die auseinandergenommen haben. Das war's hier komplett, Alter. Wir sind jetzt wirklich schon Amokläufer als Karl-Heinz. Ich glaube, mehr Terrorismus geht nicht mehr hier. Das ist ja abnormal. Karl-Heinz wird jetzt schon zum Amokläufer. Sollten wir vielleicht nicht machen. Das ist... Alter, verpisst euch. Nee, warte, ich zieh mich hier aber. Ich habe mich aufgeregt, weil die Deutsche Bahn die Nummer nicht auf der Facebook-Seite hatte, ja? Da ist doch Facebook dafür verantwortlich. Nicht auf gar keinen Fall die Deutsche Bahn. Ganz schön weg, Alter. Alter, hör auf, mich anzuschießen. Ich habe eine Idee. Muss ich erst wieder von den Cops abhauen? Warum mache ich sowas überhaupt?
Wir machen einfach heute nur Scheiße mit GTA, so machen wir das. Irgend so ein Junge, kann man auch auf PS4 solche Mods installieren? Nein, das geht nicht, auf der PS4 unmöglich. Da gibt es höchstens mal ein Mod-Menü. Und das ist auch nur sehr schwer drauf zu kriegen. Dann brauchst du eine Jailbreak der PlayStation. Aber solche Mods unmöglich drauf zu spielen, geht nicht. Die Uhrzeit ist 15 wichtig. Ich war mal so frei und habe meinen Kanal von Flo Live angeschaut. Er hat auch was Broski 100 Euro gespendet, Likeboy 300 Euro gespendet, Alphastein 100 Euro gespendet und so weiter. Also entweder Fake oder Papis Kreditkarte. PS, und er ist tatsächlich 10 Jahre alt. Also, es gibt so Kanäle. Ich kenne das, die machen das. Als Reaction, weißt du? Ich glaube, der hat hier 200 Euro eingeballert als Reaction. Dann laden sie es halt hoch. Also höchstwahrscheinlich wird er das dann auch hochladen. Und ich kenne solche Kanäle. Das war ja schon einmal so bei mir. Das war dieser, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit G. Galikon oder... Ach, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Oh, ich hab's Schussdinger verhängen. Gott sei Dank. Reifen. Gott sei Dank, Alter. Ganz schnell weg, ja. Garkulim heißt der. Genau, der hat das nämlich auch gemacht, dasselbe. Er hat exakt dasselbe gemacht. Das ist dann kein Fake, weil das machen die dann und geht einfach Leute, die das gerne machen. Ich meine, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde halt die Aktion irgendwie lustig, als Reaction. Dass er halt so zusammensteht oder so machst davon. Aber nachvollziehen kann ich es nicht. Alter, 200 Euro, das ist so viel Geld, Alter. Also, aber trotzdem eher mal eine Aktion. Wenn er das machen möchte, kann es gerne hochladen. Ich habe kein Problem damit. iMod Burns, ja, wieder ein Stream. Das Beste zum Abend. Bist ein krasser YouTuber. Schönen Abend. Dankeschön, iMod Burns, für 5 Euro Donation. Grüße geht raus. Robby ballert einen Euro raus. Bin auch Österreicher. Grüße geht raus an Robby. Dann haben wir noch den GMV und den Hashtag Sion. Schreibt mich auf Insta zurück. Heiße Leon Kron 15 mache ich. Da gucke ich mal auf Insta. Auch wenn ich bei Insta nie so vorbeigurke. Alter! Ich habe nur 3 Sterne. Das ist so schwer. Ich habe eh so geiles Auto. Weißt du, jetzt habe ich schon 3 Sterne hier. Das fühlt schon ein bisschen assi. 3 Sterne. Jetzt gibt es ja mal ein Like-Hype auf euren Nacken, Leute. Wenn euch das Stream gefällt und wenn ihr komplett kostenlos hier unterstützen wollt den Stream, dann würde ich sagen, haut jetzt auf den Like-Button, lasst ein Abo da. Ich mache mal einen Like-Hype rein, dass ich den Puls einfach vorher habe und die mich nicht in Ruhe lässt. Ey, das ist aber echt schlimm, Leute. Ich werde die Cops nicht los. Ich hab schon leicht mehr. Für alle, die gegrüßt werden wollen, am Ende des Streams wird immer durchgegrüßt. Das heißt, ihr müsst nicht zu Nathan oder so. Müsst ihr wirklich nicht. Während des Streams, ich kann halt während des Streams wirklich fast nur Donations vorlesen. Weil die lese ich so oder so halt immer, weil es halt. Gut, jetzt kommen sie auch wieder im Sekundentakt rein. Ist auch wieder schwer, aber ich mach das natürlich. Wäre außer Zeit, wenn ich das nicht machen würde. PC Gaming Pro, Dankeschön für 1 Euro. Beste Grüße geht raus hier. Aber ich gucke natürlich ab und zu meinen Chat rein. Das Problem ist, dass mal wieder so viel. Oh, hallo. So viel im Chat los. Warte mal. Wollt ihr mal eine Haftbombe sehen? Oh, komm. Na, endlich, geht doch. Erstmal die Motorradgang. Ah! Aua! Warte mal, ich muss jetzt echt weg, Leute. Ich muss jetzt echt schauen, das ist das, dass ich Land gewinne. Nein, nicht überfahren! Oh, scheiße, ich hab grad irgendwas überfahren. Leck des Lebens, ich fahre da nicht mehr hin. Also ich muss Tag machen. Dafür, aber sonst habe ich hier so ein Leggy-Leg am Abend in dieser Situation. Irgend so ein Junge. Du warst zu viel raus hier, Nummer 229 von dir. Jetzt gibt's ja aber mal einen Mann hier. Hier nicht. Insgesamt für die ganzen Leute. Ich bin schon lange nicht mehr so blöd von den Cops. Ich habe nur 3 Sterne. Ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht viel. 3 Sterne und ich werde die Cops nicht los. Das ist mir schon lange nicht mehr so passiert. Ich komme mit dem AMG da nicht hoch. Na super. Toll gemacht, Mercedes. Dass sie daraus keinen Geländewagen gemacht haben. Also wirklich, bin ich bitter enttäuscht. Was ist mit den Kopfhörern? Die hängen nicht an den Ohren. Ja, die Kopfhörer sind eine Spezialanfertigung. Weil du kannst einen Hund die nicht aufsetzen. Das sage ich auch fast in dem Stream. Da kommt diese Frage. Was ist mit den Kopfhörern los? Die sitzen falsch. Nee, die sitzen richtig. Spezialanfertigung für die Wangenknochen. Entschuldigung. Ich hab dich lieb. Wollte ich nicht machen. Spezialanfertigung. Ihr kennt halt noch diese alten Zahnbürsten. Kennt ihr die noch aus der Werbung? Die, wo Musik drauf war, die gab es aber eine Zeit lang. Ich glaube, auf Super RTL oder so gab es diese Werbung. Jeder wollte die haben. Du konntest da immer so einen Song auswählen bei der Zahnbürste, weiß ich so ganz genau. Und dann hast du die so in die Zähne gehalten und dann hast du Musik im Kopf gehabt. Irgendwie so war das. Selbe Prinzip mit den Kopfhörern. Das exakt selbe Prinzip nur an den Wangenknochen, Leute. Merkt euch das. Das ist die Sound of Wichtig. Ganz wichtig. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Und Lester, ja, Lester rufe ich nicht an. Wir sind ja Karl-Heinz. Wir sind ja jetzt nicht Michael oder so. Wir kennen ja Lester so gesehen nicht. Das würde jetzt das Ganze... Oh mein Gott, was ist mit dir los? Der ist gerade auf den Baum hier gegangen. Habe ich auch noch nicht gesehen, Alter.
gehen jetzt schon auf die Bäume wegen mir. Ah, jetzt sind wir sie aber gleich losgeworden. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Der Killer YouTube ballert 2 Euro raus. Killer YouTube, Dankeschön für 2 Euro Donation. Beste Grüße gehen raus an dich. Und ich fahre hier nach oben, dass ich die Cops loswerde. Ah, jetzt habe ich wieder. Nee, Alter, ich werde die echt nicht los. Leute, ich habe schon lange nicht mehr so lange gebraucht für 3 Sterne. Für 3 mickrige Sterne fahre ich da jetzt schon seit 5 Minuten rum. Das ist das andere, wir spenden. Das fühlt sich gerade an wie 6 Sterne in GTA 4 damals. Weil 6 Sterne gibt es ja nicht mehr. Was ich schade finde. Das ist das andere, wir spenden. Alter, jetzt ballen sie aber ganz schön raus. Mike, bitte Nummer. Was für eine Nummer? Meine Telefonnummer? Nö, die gebe ich nicht raus. Auf gar keinen Fall. Denkt nicht erstmal dran, ich bin nicht kaufbar. Da kann mir jetzt jemand 10.000 Euro rein donaten. Ich gebe nicht meine Nummer her. Scheiße! Scheiße! So viel zu telefonieren und Autofahren und... Oh, bitte sag ich, schaff das. Nein, nein! Ich hasse es. Ich habe den AMG geschrottet, Leute. Wir müssen ein neues Auto suchen. Ich habe den verdammten AMG geschrottet. Das hätte nicht sein sollen. Das hätte echt nicht sein müssen. Jetzt bin ich auf einer Insel. Ey, wusstet ihr, dass da eine Insel ist? Also ich nicht. Warte mal, ich kann mich hier verstecken, Gott sei Dank. Weil im Busch sehe ich die Cops nicht. Wer jetzt Glück hat, das ist der Sound, kommt der jetzt nicht rüber. Oder er braucht länger, weil er hier rüber schwimmen muss, Alter. Bitte sag, ich schaff das jetzt. Die kommen da rüber? Wer findet die Cops in GTA 5 auch so unrealistisch wie ich? GTA 4 waren die viel besser, finde ich. Ja. Bitte lass mich in Frieden, lass mich in Ruhe. Ah, ich bin sie losgeworden, super. In GTA 4 waren die viel realistischer, die Cops. Das vermisse ich voll. Die GTA 4 Cops, die waren nicht so schlau, BZW so gesteuert wie die hier. Weil in GTA 5, die wissen halt immer, wo du bist. Sie tun so, als wüssten sie es nicht, aber sie wissen es. Die gehen immer dorthin, wo du stehst. Immer. In GTA 4, da suchen die dich, aber realistisch. Das vermisse ich einfach übelst. Und du wirst dich direkt, du kriegst dich direkt Sterne oder so, wenn du einfach nur daneben stehst und blöd guckst. In GTA 5 stehst du daneben, gehst vielleicht mal ans Telefon und die schießen dich nieder. So in etwa, so ein neues Auto holen. GMV, das Beste zum Abend. Ich habe deine Streams vermisst. Ja gut, jetzt kommen sowieso wieder viele Streams. Jetzt, wo der Server fertig ist, du, kann ich auch mal wieder anfangen mit Streams. Hey, schau mal, da hinten ist mein Logo. Seht ihr das Xyon-Logo da hinten? Das war noch von der Lootboy-Kooperation. Wisst ihr das noch? Da habe ich noch mal so einen kleinen Ding gemacht. Der steht noch immer da drin. Muss ich mal raustun. Hab ja keine Kooperation derzeit mehr. So. Hashtag Xyon. Danke, bin dein größter Fan. Grüße Marlon und Leon. Okay, du hast nämlich alles zusammengeschrieben, Beste. Ja, dann grüße ich mal den Marlon und den Leon. Alexandri ballert 2 Euro raus. Hallo, mein Freund, grüß mich. Mal heiße Erion. Okay, Erion, grüße gehen raus und Mike ballert raus. Bitte Nummer. Nö, nicht Nummer. Aus. Mike, aus jetzt. Keine Nummer heute. Keine Nummer. Aus. Ich brauche den Wagen, Alter. Scheiße. Aber kann ich dem eigentlich hier den... Habe ich dir gerade einen Arm abgeschossen? Ich will nur mal gucken. Aufpassen, warten Sie mal. Ich will nur gucken, ob ich den... Nee, habe ich nicht. Dann bleiben Sie mal stehen. Nee, ich glaube, die macht so ein Damage nicht. Da muss ich mal gucken, dass die Ding hat. Jetzt ist das Auto weg. Ja, boy, jetzt ballert da 25 Euro raus. Das ist jetzt ja wieder komplett. Ah, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Mann, bleib stehen. Oliver Moritz, Dankeschön für 25 Euro und Donation. Hexium, bin auch wieder am Stissel, gönn dir. Grüße aus Niederösterreich und grüß bitte meine Frau Patricia. Ja, Grüße gehen raus an Oliver Moritz und an Patricia. Vielen Dank für 25 Euro und Donation. Ja, moin. Spende. Hab ich schon gerade den Kopf abgeschossen? Hab ich tatsächlich. Komm, gehen wir kochen. Breaking Bad jetzt. Leute, mach mal Meth. Crystal Meth, wie in Breaking Bad. Da haben wir jetzt den Van und wir sind eh in der Wüste. Passt doch perfekt, oder? Ne, ich will ein gescheites Auto haben. Elliptron, danke schön für den Euro. Bin leider erst jetzt da. Bible Thump. Das ist mal wieder ausgeschrieben, wenn man Emoji macht, warum auch immer. Aber Elliptron, danke schön auch für deine Donations. Das ist ja mal wieder manuell hier rausgeballert. Und ich muss ein neues Auto suchen. Das ist nicht die perfekte Idee gewesen. Ich dachte so, ja, gib mal ein bisschen... Oh, warte. Ah. Ich habe eine Idee, Mr. Krabs. Mr. Krabs, ich habe eine Idee, by the way. Und das wagst du nicht. Hätte mir da fast angeschossen, Alter. Schnell weg. Schnell weg. Offroad mit Karl-Heinz. Karl-Heinz Offroad-Tour. Buchen Sie jetzt. Ah! Trivago Hotels suche ich so. Nee, wir suchen eine Offroad-Tour. Auf jeden Fall machen wir das heute. Kannst du meine Brüder grüßen? Ja, ich grüße am Ende des Streams, Leute. Wird immer gegrüßt am Ende. Ihr wisst ja, wie es läuft. Für die Aktiven unter euch, die wirklich aktiv dabei sind im Stream, am Ende immer Grüßungsrunde.
Schreibt euch das hinter die Hundeohren. Ganz wichtig. Ich meine, es gibt wenige, die das machen, aber ich mache das, weil ich mir so denke. Für die Aktivsten unter euch, Grüßungsrunde. Immer. Immer. Jeder Stream. Natürlich kann ich nicht jeden durchgrüßen. Wäre unmöglich, wenn so viele da sind. Weil wir sind echt schon viele, muss ich echt sagen. Also Dankeschön für die ganzen Abonnenten. Wir haben wieder in letzter Zeit so viele Abos dazu bekommen. Ihr müsst mich echt mal bedanken hier bei euch. Es läuft gerade richtig hart. Also wer noch nicht abonniert hat und mich unterstützen möchte, komplett kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Da freut sich der Hund. Oder mal gerne komplett kostenlos ein Like dalassen. Ist auch kostenlos, ne? Was nichts kostet, kann man gerne machen. Da freue ich mich immer drüber, ne? So, also jetzt erst die ganzen hier Donations. Sorry dafür, Leute, ich sehe die jetzt erst. Warte mal, muss mal gucken. Weil es backt mal wieder übelst rum hier. Der Sponjero Zock, Dankeschön. So wurde jetzt auch mal Zeit, dass ich spende. Ja, Grüße gehen raus an Sponjero Zock. Dankeschön für 2 Euro Donation. Der Chaos Flo 44 Schnitzelballert Euro raus. Grüße gehen raus an dich. Dann der Leandro wird ja auch gegrüßt. Dankeschön, Leandro Acevedo. Ich hoffe, das ist richtig. Dann der Sponjero Zock ballert hier auch nochmal 1 Euro raus. Ich glaube mal hier, dass wir die Spenden zu viel sehen, dass es sich mal wieder aufgehängt hat. Aber dafür gibt es Money Rain. Komm. So viele Money Rains heute. Wir fahren in die Stadt. Würde die Ehrenmänner immer Money Rain rausballern, natürlich. Okay. Wir fahren in die Stadt. Ich such mal. Oh, ein Abschlepper! Ich hab ne Idee. Ey, steh, bleib ich. Ich hab gerade die beste Idee meines Lebens, Alter. Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Abschlepper-Action. Und zwar, warte mal. Raus aus dem Ding. Hallo, raus! Alter, immer. Immer dasselbe mit denen. Oh, das ist. Guck mal. Rollerfahrer! Entschuldigung. Musste sein. Tut mir leid. Ich mag keine Rollerfahrer. So. Karl-Heinz 2018. Beste Aussage ever. Ich mag keine Rollerfahrer. Ich schieße aber runter. So, jetzt bleibst du stehen, Prinzessin. Und. Alter, bleib doch stehen! Okay, jetzt habe ich den Kopf abgeschossen. Alter, das tat weh. Ey, das ist so brutal, ne? Aber so geil auch wieder. So realistisch. Einfach den ganzen Game noch ein bisschen Realismus. So, ist scheiße aus. Ich habe nämlich eine Idee bekommen. Dankeschön. Okay, das ist schon rausgefallen. Super. Ekelhaft, ey. Ekelhaft. Tut mir leid, dass ich den Kopf abgeschossen habe. Ey, das Ding ist aber langsam, habe ich das Gefühl immer wieder. Ja. Aber wir haben dafür, guck mal. Schöne Lichter dran. Das ist doch toll. Also ich mache immer ganz schön sauber. Das ist der Sound auf die Spende. PC Gaming Pro, baller 2 Euro Superchat. Kannst du mich grüßen? PS, beste YouTuber. PC Gaming Pro, Grüße gehen raus an dich. Dankeschön für 2 Euro Donation. Beste Grüße. Ich hoffe, ihr wisst, was ich vorhabe. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ich habe genau schon eine Vorstellung, was ich jetzt mache. Warte mal. Suchen wir ein Auto. So, die alte da. Guck mal, wir machen jetzt folgendes. Warte mal, ich muss das so markieren, ja. Die einen oder anderen wissen sich ja schon, was ich machen möchte. Die einen oder anderen vielleicht aber auch nicht. Ah nee, die bleibt nicht drin. Scheiße. Ich dachte, die bleibt drin. Wir müssen das irgendwie schaffen, dass der drin bleibt. Ich muss probieren. Das muss ich jetzt probieren, dass die drin bleiben. Vielleicht der hier im Bus. Sorry! Meine Fresse über diese Rolle. Geh weg mit deinem Rollklo. Ich möchte jemanden abschleppen. Nein! Meine Fresse, Leute. Ich muss jemanden... Geht das irgendwie, dass die... Warte, ich habe eine Idee. Ich probiere es mal. Wenn wir... warte mal. Freeze. Nee, nee, nee. Everyone ignore player. So, jetzt müsste es theoretisch funktionieren, dass wir jemanden abschleppen... Oh, warte. Da sind zwei Leute. Sorry! Die sollten mich jetzt theoretisch ignorieren, ja? Ja, tun sie. Geil. Es funktioniert, Leute. Wisst ihr, was ich vorhabe? Wir machen jetzt was richtig Asoziales. Wenn ihr es wisst, dann schreibt mal gerne rein. Ich habe schon vorher einen Tipp gegeben, was ich mache. Ey, guck mal, wie die probieren zu bremsen, Alter. Ich muss das Auto ein bisschen aufmotzen. Warte mal. Die probieren das tatsächliche... Das ist der Sound. Die probieren mal das Leben schwer zu machen. Ich muss ja ein bisschen aufdrehen. Die probieren zu bremsen. Die probieren wirklich wegzufahren mit dem Ding. Tut mir echt leid für euch, aber ich kann nichts machen. Das ist der Sound auf die Spende. So, da fahren wir mal hoch. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nicht einlenken da hinten. Drin bleiben. So, so baut man Scheiße in GTA. Ich liebe sowas. Hör auf, Tupe. Kriegst eine rein, du. Der Leandro Acevedo. Ich weiß immer nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber danke schön für 2.20 Uhr. Du kannst auch was dazu schreiben im Superchat, ne? Du musst es nicht leer lassen, weil dann wird das ja auch eingeblendet. Und Chaosflow44, das Schnitzel, ballert ja auch 1 Euro raus. Vielen Dank, Leute. Ihr seid abnormal heute am Supporten. Beste Community ever. Riesenherz an die Community. Was kann ich dir theoretisch... Ich muss mehr... Ich brauche mal so ein Hundeherz-Ray, ne? Statt so ein Hunde-Dorschhalb, so ein kleinen Herz-Ray für euch.
weil ihr abnormal am Supporten seid. Gerne doch. So. Und ihr könnt es uns mal reinschreiben. Ja, die ein oder anderen wissen schon, was ich vorhab. Ich will nur mal gucken, ob das funktioniert. Aber die machen es nicht so einfach. Seht ihr, wie die da hinten probieren zu randalieren? Die randalieren da hinten richtig. Ich tue nicht mal was. Guck dich das an, warte. Ich muss vielleicht mein Licht anmachen, so. Jetzt hört mal auf zu hupen. Die hupen die ganze Zeit. Meine Fresse, jetzt seid mal gechillt da hinten. So, ich fahre mal rauf. Wie die nicht chillen können, ne? Das ist ja wirklich schlimm. Ihr könnt mal reinschreiben, was für ein Hype hättet ihr noch gerne. Oder habt ihr irgendwelche Vorschläge für Einblendungen statt Like-Hype oder Dosh-Hype oder Money Rain? Was habt ihr für Ideen für Einblendungen? Würde mich mal interessieren. Ja, ist der Money Rain Song. Das ist von Nefex. Savage. Also mal gucken. Savage. Savage. Tabasch. So, wir fahren hoch. Nee, Alter, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, nee! Das ist der Sound of Spende. Okay, einer ist tot. Und der andere zeigt mal Mittelfinger. Super. Hör auf, dich zu drehen. Das geht mir richtig am Piss. Der soll aufhören, sich da zu drehen. Das ist der Sound of Spende. Okay, ich glaube, das ist immer richtig. Okay, Leute. Ich gehe da mal ein bisschen weiter hoch. Also ihr wisst, glaube ich, wo ich hinaus will. Das habe ich noch nie gemacht. Aber wir machen es jetzt das erste Mal. Also einmalige Aktion heute. Die ist perfekt hier. Die Stelle. Der hupt noch immer, Alter. Der will es einfach nicht wahrhaben, dass ich ihn da jetzt runterschubse. So. Kann ich den Retour theoretisch fahren? Ich glaube, es geht. Ja, perfekt. Okay, es geht. Leute, wartet, wartet, wartet. Das ist ein perfekter Moment finden. Warte mal. So. Dass ich den da hier... Ich glaube, wie er weg möchte, ne? Nee, loslassen, scheiße! Scheiße! Okay. Ich bin zwar jetzt auch runter, aber ist mir egal, das Auto war eh scheiße. Ich habe meine Einmalaktion hinter mir. Und das war's komplett, ne? Ist er jetzt tot? Da sitzt er da immer gechillt drin. Ich muss schnell Luft schnappen. Ich will nur gucken, ob der da tot ist. Soll ich dich retten? Ne, die sind jetzt beide tot. Tatsächlich. Ich hab's geschafft. Sorry. Zwei Wasserleichen. Und da ist mein Auto. Scheiße, Beweismaterial. Ja, ist egal. Hallo, Fischi. Hallo, Fisch. Ich habe gerade jemanden umgebracht und du? Kannst du ja mal anknabbern oder so. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt scheiße. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Ich dachte, das ist nicht so halb so schlimm, ne? Aber man sieht ja mal wieder, wo es hinführt. Ne, da komme ich never rauf, Alter. Aua, aua, au, mein Kopf. Scheiße, ich komme da nicht mehr hoch. Da müsste ich mich glatt rauscheaten, habe ich das Gefühl. Oder? Dankeschön an Chaos44 ebenfalls. Und dann das Bonjero. Zock nochmal, hier 2 Euro. Du bist der Beste, musst nochmal spenden. Dankeschön. Bonjero zock, dankeschön für 2 Euro Donation. Und der Leandro ballert nochmal 99 Cent raus. Alter, ihr ballert heute so viel raus. Fast ein Cheeseburger mal wieder. Von 99 Cent kann ich mir immer fast einen Cheeseburger leisten. Merkt euch das. Das ist fast ein Cheeseburger. So viel Geld ist das, 99 Cent. Ich muss da irgendwie... Ach komm, ich cheat mich raus. Ich habe keinen Bock, da jetzt zu warten. Wenn wir uns schon mal wohin teleportieren, dann würde ich mal sagen, auf dem Strand, oder? Habt ihr mal Bock, auf den Strand zu gehen, ein bisschen die Muckibude aufreißen? Ach komm, das machen wir. Ich gehe mal in die Muckibude. Das machen wir. Ich habe jetzt keinen Bock, da alles hinzulatschen, ehrlich. Das ist mal Realismus pur heute. So. Wir gehen in die Muckibude, reißen mal ein paar Mucki-Typen auf. Und kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Ah, ich kann die Dinger mitnehmen, super. Warte. Jetzt ignorieren mich ja alle, das ist ja geil. Warte. Ich hab eine Idee, Mister. Mister Machete. Ich nehme dich mal mit hier. Haben Sie schon mal eine Machete gesehen? Und in zwei Teile. Ey, der ist sogar noch ein Stück gegangen, ne? Das ist brutal. Ich will auch. Mein Donut. Das ist mein Donut, warten Sie. Excuse me, das war mein Donut. Ey, das sieht so realistisch aus jetzt. Sorry, ich hab den Arm ab. Oh, sorry, ich wollte ich nicht. Scheiße, jetzt hab ich einen Stern bekommen. Dabei wollte ich an die Muckibude gehen. Mann! Ich wollte doch in die Muckibude. Lass mich durch. Ich muss in die Muckibude. Du auch. Ich muss in die Muckibude. Tut mir leid. Du auch. Das war nett. Dankeschön. Muckibude. So, da sind sie. Aber wir werden uns nur prügeln, okay? Mit dem Ding. Da müssten die theoretisch im Schlagring auch zurückprügeln. Ach, wobei, ich habe ja doch an, dass die noch... Die ignorieren mich, glaube ich. Das Gefühl. Das sieht so geil aus. Ja, die ignorieren mich. Warte, ich muss das sogar schnell einstellen. So, jetzt ignorieren die mich nicht mehr. Na, Mucki-Typ? Willst du dich mit mir prügeln? Nee, möchte er nicht, Alter. Er hat Angst vor mir. Er weiß, wer ich bin. Aber du willst!
So, du wirst mich nicht mit mir prügeln, ne? Habe ich das Gefühl. Komm her, du. Du bist so weit weg. So, will sich noch jemand mit mir prügeln? Ach, schau mal, die aus der Muckibude sind schon weggerannt. Scheiße, warte mal, ich will mit jemandem prügeln. Ich will mit jemandem muskulösen prügeln. Du siehst mir besoffen aus. Das ist echt besoffen. Ich brauche einen Mucki-Typen. Einen mit Muckis. Ah, oh, du hast Muckis. Also Problem. Hä? Willst du ein bisschen fetzen? Willst du dich aufmischen? Ich sehe doch, was du dich aufmischen willst. Karl-Heinz, der brennt weg. Weißt du, ich schon so muskulös. Oh, da ist ein Mucki-Typ. Ja, was sind die alle so Pussy? Alter, guck mal, die rennen von mir weg. Liegt's vielleicht an meinem Aussehen? Liegt's vielleicht an meinem Geruch? Ich weiß es nicht. Stinke ich etwa? Ja, tut's mir leid. Maxim Berthe, danke schön für deine Donation. Kannst du mich grüßen? Ja, Maxim, beste Grüße gehen raus an dich. Dankeschön für 2 Euro nochmal an 1 Euro Donation. Beste Grüße. Ich brauche ein Fahrrad. Guck mal die Polizei an. Scheiß die Wand an. Ich hab das gar nicht bemerkt. Oh nee. Guckt euch das an, bitte. Die verfolgen mich. Ihr habt das schon mal gesehen, dass sie euch die ganzen Cops hier verfolgen? So extrem? 4 Cops direkt? Da habe ich mir jetzt nicht gedacht. Alter, schnell weg mit dem Boot. Schnell weg mit dem Boot. Tut mir leid. Ey, wie schnell die sind. Verpisst euch, lasst mich in Ruhe. Nein, ah! Gott sei Dank, ich hab sowieso Weste an. So, lass mich in Ruhe. Tschüss. Ach, scheiße. Schnell weg, Alter. Wir haben uns, glaube ich, zu krass aufgemischt. Oh, schau mal, die küssen da. Warte mal, will dir mal einen echten Hasen zeigen. Hallo? Das ist der Sound auf die Spende. Ich zeige dir jetzt mal einen richtigen Hasen. Wollen sie den mal sehen? Sorry, die... Ihre Frau hat einen Kopf verloren, by the way. Bin so asozial. Pascal Ulrich, dankeschön. Hi, bist der Beste. Vielen Dank, Pascal Ulrich, für 1 Euro Donation ebenfalls. Stell mir vor den Kopf. Und für kostenlosen Support drücken Sie jetzt gerne den kostenlosen Like-Button und den kostenlosen Abonnieren-Button mit einer Glocke. Denn Glocken machen einen viel glücklicher. Das wissen wir alle. Also drücken Sie jetzt gerne auf die Glocke. So, wäre ich mal die 2 Sterne los? Ja, ich hoffe mal, dass ich die mal loswerde. Oh, schau mal, der Kilian ist da. Wer hat einen Euro aus? Guten Abend, kennst du mich noch? Viel Spaß noch beim Spielen und Streamen. Also Kilian, der donated hat, kenne ich. Grüße gehen raus an Kilian. Also wenn du der Kilian bist, sind da viele Kilians, ne? Wenn du da bist, dann kenne ich dich. Grüße gehen raus an dich. Das ist der Sound of Spiel. Und SpongeBob zockt nochmal 1 Euro. Jetzt kann ich mir einen Cheeseburger leisten, ja. Gut, ich kann mir jetzt 200 Cheeseburger leisten. Über 200, weil da jemand wirklich 200 Euro ausgeballert hat, direkt am Anfang des Streams. Ich brauche ein neues Auto. Hey, ich habe perfekt geparkt, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich nehme einen Rangy, oder? Oder so eine... Ne, der alte BMW da, der Klassiker, den nehmen wir mit. Ich liebe den alten BMW. Der sieht nice aus. Was war gerade nicht? Ist das ein 5er? Ich glaube ein 5... Ne, 7er. Ich kenne mich nur bei neuen BMWs aus, tut mir leid. Ich meine, der alte 5er und der alte 7er sehen... Ich meine, die alten sehen halt alle irgendwie fast gleich aus, nur halt länger, bzw. breiter. Aber, wisst was ich meine. Ist bei Audi derzeit auch immer so, ne? Bei Audi kenne ich mich null aus. Da kann ich den A3, nee, warte, A3 kann ich nicht unterscheiden zum, oder was, A? Schau mal, ich kann gar nicht mehr. Zum A5 und RS6 und die sehen alle für mich gleich aus. Ja, RS6, gut, das ist dann die High-Power-Version davon, aber trotzdem. Gaming Games, Dankeschön für 1 Euro Donation. Grüße gehen raus hier. Mit einem alten Zimmer BMW, schön. Und da ist ein alter Mercedes-Benzer. Ich meine schöner gerade. So, fahren wir mal rüber. Ich kann sogar Warnblinker anmachen, Digi. Warnblinker an! Ich bin der Mann, der alles kann. Wobei, ihr wisst ja, BMW dürfen ja nicht, also BMW-Fahrer dürfen nicht blinken. Das ist so ein Gesetz bei uns. Ich bin ja selber privat auch BMW-Fahrer, für die, die es nicht wissen. Ich blinke im Straßenverkehr auch nie. Was machen wir? Alter, sorry, tut mir leid, habe ich die... Entschuldigung, dass ich da durchfahren muss. Das ist der Sound of a Spende. BMW-Fahrer hat man da einfach das Bedürfnis, nicht zu blinken. Natürlich nur Spaß, Leute. Ich blink immer. Alter, verpisst euch. Ihr macht mein Auto langsam. Denkt doch mal ein bisschen mit. Könnt ihr nicht einfach auf meinem Auto draufbleiben? Scheiße, jetzt ist mein... Nein, jetzt ist mein... Oh, am Reifen kaputt. Blöde Kuh. Genau, perfekt heute. Genau, heute ist alles perfekt. So machen wir das. MQX, danke für 2 Euro. Du bist mein Vorbild. Hast du ein paar Tipps, wie ich mit YouTube anfangen soll? Will nämlich, also da habe ich schon mal einen Tipp, nämlich mit E schreiben statt E, ne?
genauso gute Videos produzieren wie du. Liebe Grüße, Max. So. MQX, also MQX, Max heißt da. Okay, Grüße gehen raus an dich. Was ich dir ans Herz legen kann, ist Folgendes. Und zwar, mach Videos, wenn du Spaß hast, wenn du Spaß dran hast. Und mach keine Videos, wenn du keinen Spaß dran hast. Und, oh ne, verpisst euch! Was auch wichtig ist, schau immer, dass die Qualität passt. Qualität muss sein, unterhaltend musst du sein. Das sind so die Sachen. Und es muss dir Spaß machen. Wenn es das alle nicht erfüllt, wenn es dir zum Beispiel keinen Spaß macht, dann mach's nicht. Und man darf niemals aufgeben, vor allem. Es kommt einfach von selber. Ich dachte auch nie, dass ich YouTuber werde. Das ist mein Kanal existiert seit 2010, Prinzessin, ja? Und erst seit, ich schätze mal, 1,5 Jahren mache ich professionell YouTube. Und seitdem her geht's erst so nach oben. Und davor habe ich nie wirklich professionell YouTube gemacht, muss ich sagen. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich habe damals andere Ziele gehabt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt habe ich irgendwie Bock, meinen Kanal richtig fett zu machen, so richtig, wirklich fast täglich was zu machen und mal schauen, wie es ist, weil mir hat es ja Spaß gemacht. Und dann kommt es von selber. Glaub mir, dann kommt das von selber. Oh, ich nehm die G-Klasse. Ganz wichtig, wie gesagt, Spaß musst du haben. Ich hatte auch mal eine Zeit, da hatte ich, glaube ich, ein halbes Jahr mal Pause. Da habe ich nichts gemacht. Weil ich da Probleme hatte. Das ist aber schon übelst lang, ja. Das war schon, ich glaube, 2, 3 Jahre her oder so. Und da habe ich zum Beispiel gar nichts gemacht auf YouTube ein halbes Jahr. Also ich sag dir ganz ehrlich, Spaß musst du haben. Wenn es dir keinen Spaß macht, mach's nicht. Hupjo, ballert Euros. Hey, bin noch nicht so lange hier, aber mag dich. Ist YouTube dein Hauptverdienst, BZW Job? Tatsächlich ist es das jetzt. Ich habe ja damals gesagt, dass es das nicht ist. Und das war es auch eine Zeit lang nicht. Ich war ja davor Mediendesigner. Habe in einer Firma gearbeitet, als Mediendesigner. Und irgendwann ist YouTube so bei mir explodiert, dass ich es angemeldet habe, BZW anmelden musste. Und da habe ich dann halt überlegt, ja, wie mache ich das jetzt? Weil jetzt mache ich schon täglich Videos und so und hätte ich auch mehr Zeit, bei Videos zu machen und Streams zu machen. Und ich habe tatsächlich mit YouTube mehr verdient als mit meinem anderen Job. Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Ich verdiene mit YouTube nicht schlecht und ich habe mit meinem alten Job eben weniger verdient als jetzt mit YouTube. Und das war einfach auch der Grund, warum ich jetzt meinen alten Job nicht machen kann, weil ich sonst noch mehr Steuern zahlen würde als jetzt schon. Dann kommt das Finanzamt und sagt zu mir, jetzt musst du noch mehr Steuern zahlen als davor, weil dann hast du zwei Haupteinnahmequellen anstatt eine. Und das ist das Problem, warum ich jetzt nur noch YouTube mache. Aber ich mach's gerne. Und das mal wieder nicht mehr laufen mit YouTube. Habe ich auch kein Problem. Ich mache YouTube immer weiter, weil es mir einfach Spaß macht. Und dann mache ich einfach mal wieder meinen Job, weißt du. Aber ich hätte beide Jobs auch machen können, theoretisch. Aber das ist finanziell gesehen nicht gut. Und ich finde es auch gut so, da habe ich viel Zeit für YouTube. Kann ich so mein ganzes in YouTube stecken und ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Gaming Games, Dankeschön für 2 Euro Donation. Grüße gehen raus hier an dich, lieber Gaming Games. Aber war auf jeden Fall eine gut gestellte Frage. Ich habe einen BMW damit. Hätte ich mir aber auch nie gedacht, dass ich jemals YouTube als Hauptberuf habe. Alter, zwar, ich habe schon wieder nur 3 Sterne und die werde ich wieder nicht los. Das gibt's doch nicht. Ich fahre doch eh schon so schnell und gut. Fahr nicht mal mehr wo rein, weißt du? Ich habe eh schon aufgemotzt, das Auto und so. Nee, die ballern weiter. Die hören nicht auf, mich zu verfolgen. Ah, Kacke. So. Ey, warum zeigst du dich nicht? Tu ich doch. Ich sehe so wirklich aus. Nee, ich find's einfach geil. Ich find's einfach nur geil, dass man nicht weiß, wer dahinter steckt. Ganz ehrlich. Ich find das nice. Vor allem, du kannst halt einkaufen gehen, keiner weiß, wer du bist und so. Man hat halt so seine Privatsphäre. Und ich war immer schon so ein Mensch, ich wollte immer Privatsphäre haben. Und dann wollte ich irgendwann eine Facecam haben, habe ich mir gesagt, komm, ich streamst immer mit dem Hund. Dann hat's den Leuten gefallen und das ist jetzt so mein Markenzeichen, weißt du? Aber es kann immer schon mal möglich sein, dass ich mal sage, gut, heute ist der Tag gekommen, jetzt will ich irgendwie der Öffentlichkeit stehen und mich zeigen. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich bin nicht so gern in der Öffentlichkeit so der Mittelpunkt, weißt du, was ich meine? Und wenn ich mir jetzt zeigen würde, da kommen so Leute auf mich zu, ich habe da so ein komisches Gefühl, ich traue mich das nicht. Hört sich vielleicht cute oder komisch an, aber ist halt so. Ich fahre mal auf den Berg rauf, ich werde die Cops sonst echt nicht los. 3 Sterne und die verfolgen mich, als hätte ich weiß nicht, 5 Leute umgebracht, was ich schon gemacht habe, aber trotzdem. 3 Sterne nur, das geht's doch nicht. Ja, oh. Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich sie loswerde. Die gute alte Tunnelart und Weise. Ihr kennt sie. Green Typ, Dankeschön für 1 Euro. Der grüne Typ da. Green Type. Oder Green Typ. Green Type. Green Type. Dankeschön. Beste Grüße gehen raus hier. Kennst du Momo? Ich kenne Momo sogar persönlich. Ne, Spaß. Natürlich kenne ich das. Es war ja ein Trend. Da haben sie ja Clickbait gemacht mit dem Ding. Mit den Dingskirchen.
haben sie ihre Klicks generiert. Momo ist hier, Momo ist da. Dabei ist das nur eine Figur irgendwo in Japan. Ich verstehe nicht, wer sowas macht. Kann ich auch so sagen, Leute, meine Unterhose, die hat gestern mit mir gesprochen, die will mich umbringen. Und die ruft mich jetzt täglich an. Kann ich dasselbe sagen? Könnt mal bei mir vorbeikommen, meine Unterhose, die liegt im Nebenzimmer. Liegt da schon seit 5 Tagen rum und die will mich umbringen. Die ruft mich und schreibt mich jedes Mal an. So, dann erstellst du ja schnell einen Fake-Account, die sprechende, killende Unterhose. Und machst dann auf WhatsApp dein Unwesen und schon hast du irgendwie einen Trend gestartet. Ne, das geht so einfach. Ich bin die kopflos geworden. Muss ich mal jemand vorstellen, eine sprechende Unterhose, die einen umbringen möchte. Hast du eigentlich das gleiche Potenzial wie mit Momo? Findet ihr nicht auch? Oder eine sprechende Socke? Eine sprechende Socke will mich umbringen. Und dann machst du so ein Photoshop-Bild, wo er übelst creepy aussieht. Dann sagst du, die Unterhose kann reden, müsst ihr aufpassen, Leute. Ganz wichtig. Gaming Gangs nochmal für 1 €. Jetzt gibt's ja mal Money Rain hier für dich. Jetzt ballern wir raus hier. Treated like a trophy. Everybody's phony. She stays so lucky. They don't truly know. So, los geht's klar mit dem Thema beschäftigt auf jeden Fall. Kannst du mal tanzen? Das fragst du mich wirklich. Du fragst nun, ob er mal tanzen kann. Natürlich kann ich tanzen. Was fragt er mich? Weißt du, er fragt nun, ob er mal tanzen kann. So, ich hoffe, das war genug Einblende dafür, dass ich das jetzt überhaupt beweisen kann, dass ich tanzen kann. Ich geh mal runter. Ihr braucht nur das Auto. Aufpassen! Oh, passen Sie auf den Hund. Oh, boah, ist das schön. Warte mal, den Hund habe ich noch nie gesehen, geht ja, Alter. Warte mal, bleib mal stehen, Alter. Ja, der Hund da hinten, der ist übelst schön. Ey, bleib mal stehen, Hundi. Du gehörst jetzt in meine Hundesammlung. Warte mal, ich habe den noch nie gesehen, in echt. Bleib mal gucken hier. Meini ist der süß. Ich sehe den leider nicht. Ich will ihn nicht tun, ich will nur einen Hund angucken. Warte mal gucken hier. Was ist das für ein Hund, bitte? Ich habe den noch nie gesehen, in GTA. Habt ihr schon mal den hier gesehen? Oder mein Gehirn ist gerade irgendwie am... Nicht in den Zug rein. Aufpassen. Hundi. Alter, wenn der jetzt in den Zug reingegangen wäre, ich hätte geheult, ne? Der war echt schön. Ah, brav. Jetzt überquert er hier die Straße. Gut. Wir sind mal wieder am Arsch der Welt. Wir sind die Cops losgeworden. Ich habe mal wieder nichts dabei. Wir könnten theoretisch mal eine Bank ausrauben. Habt ihr Bock drauf, eine Bank wieder auszurauben? Haben wir schon neulich mal gemacht. Da brauchen wir nur ein gutes Auto dafür. Hör auf, Stupen! Verpiss dich, du kriegst einen auf den Nachtisch. Ja, warte mal. Komm, jetzt krieg ich sicher wieder einen Stern dafür, oder? Lass mich raten, jetzt kommt wieder Officer Blödschmann hierher, weil er 2 Schüsse gehört hat im Wald und dann immer wieder... Ja, natürlich, Alter. Ich wieder einen Stern, ich glaub es nicht, ich glaub es hackt. Ich brauch ein Auto. Das kotzt mich an, wenn ich ohne Grund einen Stern bekomme. Die hätte ich abknallen können, die Alte, theoretisch. Ich brauch ein Auto und da gibt's keine Gescheiten. Gibt's nur diese, ich bin ein Minivan und fahr 5 km/h die Stunde. Super. Oh, ich fahr mal weg mit dem Ding, oder? Mach mal das. Hier, wobei... Ach, stimmt, ich habe ja noch das Ding drin, warte mal. Sorry dafür, ich habe da einen Cheat drin. Deshalb ging die ganze Auto so schnell. So geht ja normalerweise. Gerade rum geht der so ab. Tuningwagen oder was? Maxim Bertet, danke schön fürs neue VIP werden. Bau, bau, bau. Vielen Dank. Ich suche auf dem Weg ein Auto, okay? Das heißt, die Cops loswerden, dann ein Auto suchen. Ich glaube, das ist gut so. Dann gehen wir eine Bank ausrauben. So machen wir das. Karl-Heinz und der Bankräuber. Jetzt am Apparillo. Nee, wir machen das. Bank wird ausgeraubt. Boah, Alter, du schreckst mich. Ich habe schon gedacht, da fährt mal hinten ein LKW drauf. Weil es nur ein Kopf, Alter. Ist das schlimm. Dann können die nicht aufhören. Bitte lasst mich doch in Ruhe einfach an. Alter, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Jetzt habe ich schon wieder 2 Sterne für nichts. Für nichts und wieder nichts. Das ist so assi. Ich habe nur 2-mal mit einer Sniper geschossen und ich habe 2 Sterne. Und einen Platten, oder? Lass mich raten, gleich einen Platten drin, natürlich. Auch nicht mal lange, das ist soweit. TAS oder TAS-Platten, 2 € raus, danke. Danke für was? Für was denn, danke? Ich muss mich ja dann hier bedanken. Dankeschön für 2 € Donation. Weiß zwar nicht, warum du Danke schreibst, aber ich bedanke mich auch mal hier bei dir. Er donated und mit Danke. Wer macht sowas? Kannst du mal aufstehen? Nee, du, ich sitze hier. Alter, wenn ich aufstehe, dann kriegen mich ja die Cops. Ich mag jetzt nicht aufstehen. Ich sitze gerade so schön hier. Alter, nein. Dieser Minivan, ich hätte ihn denn doch nicht nehmen sollen. Supra, stehen bleiben. Supra, ich brauch dich. Toyota, Supra. Stehen bleiben. Nicht wegfahren. Nein, der fährt weg. Oh, du Scheiße. Das ist der Sound of a Spende. Bleib mal stehen hier. Mann.
Vielleicht noch schlimmer. Uiuiui, weg da. Ja, ich hab eine Supra. Und dankeschön für 10 Euro Donation. Ready to go. To party. Bring out the Bacardi. Oh, sorry. Das war doch nicht so eine gute Idee, weil Platten, aber doch, er geht schneller als der andere. Passt schon. Zombie Boy 621, dankeschön für 10 Euro. Oh, nee. 10 Euro Donation. Mich hat's rausgeschmast. Natürlich, Alter, schießen sie auf mich. Ich bin unverwundbar. Ihr könnt mich mal. Es ist der Sound of a Spinde. Lasst mich in Ruhe. Alter, nee, da kommen sie jetzt überall ran hier. Jawohl. Rein in den Polizeiwagen. Ohne Abfluch. Passt doch, oder? Das passt doch. Dankeschön, Felix, der 2 Euro Donation. Grüße gehen raus an dich. Und Zombieboy621 hat hier donated mit liebe Grüße aus Österreich. Und wie heißt der Money Rain Song? Der Money Rain Song, der hier, der heißt Savage von Nefex. Nefex ist, by the way, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kann man sich geben? Der gute Copyright-Free Music, ja? Ach, Kacke. Ihr habt meine Musik kaputt gemacht, weil die mal reingefahren sind. Und dann die Placement. Warum benutzt du kein Mod-Menü? Für die Sterne, PS, beste Band, mach so weiter. Das ist ja der Sinn dahinter, wir bauen ja Scheiße. Wir wollen ja Scheiße bauen hier. Und wir wollen auch die Cops normalerweise loswerden, ne? Das will ich nicht wegcheaten, Alter. Das ist ja lustig, eine Polizeiverfolgung zu haben. Das ist ja geil. Das ist der Sound. Doch traurig, wenn wir keine hätten. Wir sind Karl-Heinz, wir sind eine geile Sau, verstehst du? Wir sind eine kriminelle Sau, da brauchen wir eine Polizeiverfolgung. Das geht sonst nicht. Für die tolle Unterhaltung hat er hier geschrieben, fürs Danke. Ach so. Ja, da am besten. Grüße geht raus. Dankeschön fürs Danke sagen und ich bedanke mich hier auch nochmal. Vielen lieben Dank. Dafür gibt's Like. Drückt auf den Like-Button für diese Aktion. Und ich bin in Platten gefahren. Ich bin in Platten gefahren. Perfekt, Alter. Super. Du hast 4 Sterne. Ja, ich weiß, dass ich 4 Sterne hab. Das ist mir auch passiert, weil ich den Typen, also den Kopf abgeschossen hab. In GTA ist sowieso gut zu beobachten, wenn du in GTA einen Kopf abschießt. Ist der Mehrwert als ein Passant. Schießt einen Passanten an, hast du vielleicht 1 Stern. Beim Kopf direkt 2 oder 3 Sterne, Alter. Das ist einfach so typisch, typisch Amerika. Schießt niemals einen Kopf an. Und schlimmer bestraft, als wenn du einen Passanten anschießt, Alter. Ohne Shit jetzt. Du bekommst du lebenslang mit der Todesstrafe. Passant angeschossen? Ja, 20 Jahre, Digi. Warum nicht, ne? Das ist die Sound of a Spinde. Okay, lass mich weg hier. Lass mich weg hier. Felix ballert nochmal 5 Euro raus. Bester YouTuber ever. Ey, dankeschön, lieber Felix. Beste Donation ever. Spaß. Ihr seid alle geil beim Donaten. Ihr seid insgesamt alle geil. Auch die, die nicht donaten. Für den fetten Support. Hier nochmal ein Rain krieg ich natürlich. Wer lässt sich abhauen von der Kofferei. Ich fahr hier runter. Hab keinen Bock auf die Cops. Uiuiuiui. Vielleicht ein Boot oder so? Wie wär's mal, wenn ich hier ein Boot hätte? Ich fahr sonst hier hin und hol mir eins. Ich hau dann lieber mit dem Boot ab, weil ich habe keinen Bock auf die Cops, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Das geht mir jetzt schon richtig an den Sack, was die hier machen. Aber die kommen jetzt schon in Zivil. Blöden Zivil-Cops sind schon da. Und natürlich steht hier nirgendwo ein Boot. Da kann ich wieder 5 Kilometer fahren und dass ich wieder ein Boot finde oder sowas, dass ich hier wegkomme. Dabei wollte ich nur eine Bank ausrauben, weißt du? Mehr wollte ich nicht machen. Nein, ich... Weißt du, ich habe 4 Sterne bekommen, nur weil ich jemanden eigentlich gesniped habe. Das ist die Sound of a Spinde. Und nicht getroffen habe. Ich habe 2 Mal mit einer Cyber geschossen. Ich habe einen Stern bekommen, jetzt habe ich 4 Sterne insgesamt. Weil die mich nicht in Ruhe lassen können. Armer Karl-Heinz. Armer Karl-Heinz, Alter. Dann überfahre ich aber Leute deshalb. Scheiße. Nee, die hängt dran! Scheiße, die hängt dran! Die hat mein Auto langsam gemacht. Nee, scheiße, das Auto ist gleich tot. Das Auto ist gleich tot, das ist nicht gut! Die ist gerne auf mich, ich habe kein Problem damit. Dann schieße ich aber hier mit kohlrabenschwarzen Bomben raus. Oder auch nicht. Ey, lass mich nicht in Ruhe. Das ist so traurig, dass sie mich nicht in Ruhe lassen können. Ah, komm. Uah. Ich habe eine Idee. Ich habe die beste Idee meines Lebens. Ja, ich habe sie. Da vorne gibt es 100%ig ein Boot. So weit komme ich noch mit dem Auto, schätze ich mal. Bis es kaputt ist. Ja, da vorne stehen Boote. Gott sei Dank. Alter, das Auto ist gleich kaputt. Oh. Das Auto ist echt gleich im Arsch. Quatsch, da hier rauf. Ah, nee, nicht doch.
Das ist alles Zeitverschwendung. Karl-Heinz, du machst Zeitverschwendung. Auf den Speedo-Pfeil drauf. Dankeschön. Und weg da. Jetzt gibt's Heckmeck. Das ist die Message. Nee, ich hau ab. Ich gehe in den Ding hier rein. Ihr wisst wohin, oder? Ihr wisst sicher, wo ich reinfahre. Dort kriegen die mich niemals. Der Wellengang ist heute wieder zu hoch. Oh, komm. Alter, das ist ja der beste Anfang hier. Also nicht draufgehen, Karl-Heinz. Alter, das ist wohl schlimm. Also mehr failen kannst du da nicht kommen, ja? Oh nee, da vorne ist ein Boot von der Polizei. Das hat mir noch gefehlt. Genau. Komm. Rein da. Dann kriegen die mich nicht. Höchstwahrscheinlich, hoffe ich halt. Das Boot fährt nach. Ich glaube, die kommen da nicht nach. Oliver Moritz. Für den Cheesy 1 Euro, dankeschön. Du brauchst Hashtag Verbände. Ohne Witz brauche ich echt bald. So, wenn ich jetzt die 4 Sterne nicht loswerde, dann auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Oliver Moritz und Felix mal nochmal 2 Euro aus Wien, auch Österreicher. Ja, herzlich willkommen in der Österreich-Crew. Das Krasseste ist, die meisten, die zuschauen, sind Deutsche. Tatsächlich. Dachte ich damals nie, aber laut Statistik ist das so. So, ich fahre mal da nach hinten. Mit ein bisschen Glück kommen die da jetzt nicht hin. Theoretisch sollten die nicht kommen. Alter, das war jetzt gerade eine Verfolgung. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Verfolgung gehabt. Was habe ich verpasst? Ja, eine richtig große Verfolgungsjagd, ja? GTA hat nur 3 Mods. Was? GTA hat nur 3 Mods? Also bei mir zehntausende Mods. Am witzigsten YouTube. Dankeschön. Ich bin am witzigsten YouTube, Ische. Ist der YouTuber 4 Pfoten. Unser Hund aus Austria, kann man so sagen. Was magst du an Essen? Das fragt er mich komplett spontan hier. Und, hä? Was? Alter, wie konnte der mich jetzt sehen, bitte? Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Da war niemand. Ich habe trotzdem einen Stern wiederbekommen. Hä? Oh, das jetzt. Ich bleib mal hier. Das verstehe ich nicht. Digga, was? Jetzt bin ich wie dieser... Wie heißt dieser Fake-YouTuber? Leo Mascher. Digga, was? Nee. Was ich liebe? Pizza, Döner und... was mache ich eigentlich noch so an Essen? Sushi. Sushi ist geil. Sushi ist das Einzige, was gesund ist und mir schmeckt so richtig. Gut, ich mag... Ein paar gesunde Sachen mache ich auch. Zum Beispiel... Gemüse liebe ich. Da mache ich dieses Grillgemüse. Ich liebe das übelst. Aber Sushi ist übelst geil. Aber Problem ist Sushi... ist das Problem, dass das so teuer ist. Ich glaube, ich könnte sonst täglich Sushi essen. Das ist gesund und teuer, leider. Und es schmeckt. Aber ich glaube, viele von euch denken so, Igel, Sushi, roher Fisch, kein Bock drauf. Aber ich stehe auf Fisch, ganz ehrlich, mag ich. Fortnite Profi Nummer 1 ballert 2 Euro raus. Kannst du mich grüßen? Natürlich den Fortnite Profi Nummer 1, gerne doch. Grüße gehen raus an dich. Dankeschön für 2 Euro Donation. Beste Grüße gehen aus, du. Und wir sind die Cops losgeworden. Gott sei Dank, Alter. Ich dachte schon, das hört niemals auf. Jetzt fahren wir so ein echter Gangster durch die Street. Fühle ich mich wie in Italien, Alter. Schön hier. Bin in Venedig. Das sieht aber echt aus wie Venedig ein bisschen. Erinnert mich dran. War schon lange nicht mehr dort. Und zack, die Boom. Eingeparkt, perfekt. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns ready für einen... hoppala, da wollte ich nicht hin. Für einen Banking-Raub, ja. Wir gehen jetzt eine Bank ausrauben. Wir machen jetzt einen Plan, Leute, wie wir die Bank ausrauben werden, ja. Wir machen heute einen Plan, einen richtigen Plan, einen fetten Plan. Oh, ich brauche eine Waffe. So, ich will noch gucken. Jetzt schieße aber niemand mehr nieder, bis ich die Bank ausgeraubt habe. Apartment for rent. Ne, danke schön, brauche ich nicht. Wie lange machst du einen Stream? Ach, immer so ein bisschen über eine Stunde. Mache ich immer so meistens. Also auf jeden Fall, die Streams gehen meistens bei mir eine Stunde. Elektron nochmal mit 1 Euro. Karl-Heinz soll mal die Derby auspacken. Bin auch aus Österreich. Ach, die Derby-Sender? Klar doch, Alter. Weißt du, warum ich die überhaupt gemacht habe für GTA? Ich hab dir... Muss ich vorstellen. Das ist das Sound, oh, GeForce Game Ready Driver ist verfügbar, sagte mir hier unten rechts. Warte, kann ich den wegtun? Natürlich. Mach ich später. Das habe ich ja deshalb gemacht, weil ich das Moped ja auch selber besessen habe. Und... warte mal. Ich spawn sie jetzt extra für dich, ja? Weil ich dich gern hab. Spawn ich dir die jetzt. Weil du so ein bisschen sehen willst. So. Das war diese Livery. So. Hier. Derby Sender. Gut, das ist jetzt die älteste Version, die es, glaube ich, gibt von der Derby. Da ist auch die alte Verkleidung dran. Aber ich habe natürlich erstmal ein Kennzeichen, ein österreichisches Kennzeichen dran gemacht. Finde ich irgendwie geil. Das erinnert mich so an meine Jugend, Leute. Ich bin die damals gefahren mit aufgemotzt 90 km/h, die durfte 45 gehen. Ich mit 90 durchgerast,
hab mich darauf gefühlt wie der größte auf der Street, ne? Weißt du schon, mit dem Moped 90 km/h durchgerast irgendwo. Egal, 45. Und dann hast du dich schon gefühlt, ne? Wenn ich so zurückdenke, irgendwie peinlich. Bei mir halt. Denke ich mir so, Alter, ja. 90 km/h ist aber so gar nichts. Das fährst du mit dem Auto im 30er. Nee, komm, mach ich nicht. Mach ich wirklich nicht. Bin ich also wenn man 30er mit 90 durchrasseln will oder so ist. Felix, Like-Hype. Für den Felix 2 Euro, natürlich, machen wir gleich. Und Sir Robo ballert 9 Euro. Besser YouTuber, bester Hund und ein Herz. Da gibt es jetzt wirklich einen Like-Hype auf euren Nacken. Könnt ihr mal ein Like da lassen, Leute? Wir sind unaufhaltsam, beste Community ever. Und Leute, wenn ihr mich komplett kostenlos unterstützen wollt, wie gesagt, Like-Hype gerade dagelassen, gerne Like dalassen, gerne abonnieren, Glocke aktivieren damit, bringt ihr mich weiter, komplett kostenlos. Würde mich auf jeden Fall übelst stolz machen auf die Community. So, jetzt schauen wir mal, welche Bank wir heute ausrauben werden. Wir haben nämlich letztes Mal probiert, dieses Bänkchen auszurauben. Das ist die schwerste Bank zum Ausrauben. Wir könnten die schon ausrauben, aber ich habe irgendwie Schiss, dass wir es nicht schaffen. Ich würde sagen, wir rauben die Bank aus, die easy geht. Das ist der Sound of a Spende. Ich würde sagen, wir machen Bank, die hier, diese Bank hier, die rauben wir aus. Die könnten wir sogar mal ausrauben mit dem Motorrad. Habt ihr Bock, die mal mit dem Motorrad auszurauben? Weil ich habe noch nie eine Bank mit dem Motorrad ausgeraubt. Machen wir das so. Mit Motorrad ausrauben, passt schon perfekt. Gaming Kicks, danke schon für 1 Euro Donation. Wieder ein Cheeseburger Intus. Sollte man eine neue Einblende machen für 1 Euro Donations, dass man so ein Cheeseburger eingeblendet werde. Ein Cheeseburger mehr für den Hund. Auf jeden Fall. Dann wäre ich noch verklagt, weil ich von McDonalds Werbung gemacht habe, obwohl ich keine Partnerschaft mit McDonalds habe. Hauptsache Cheesy. So. Leute, Grüßungsrunde immer am Ende des Streams. Für alle, die es nicht wissen. Ah, grüße ich immer durch. Mach ich immer so. Jetzt machen wir noch die Bank am Ausrauben und danach machen wir eine Durchgrüßungsrunde. Okay, nach der Bankausraubung gibt es eine Durchgrüßungsrunde. So machen wir das. So, ich fahre mal hier rüber. Weil heute muss ich sowieso noch eine Folge Real Life Mode aufnehmen. Ah, du bist kalt! Freundin steht gerade hinter mir, fasst mir gerade auf dem. Okay, das hat sich falsch an. Auf den Nacken, dankeschön. Er ist auf dem Rücken. Warum bist du so kalt? Hier ist kalt. Und ich bin ein Heizkörper oder was? Na super. Erleben der Heizkörper. Geh zu Katze. Immer nur Spaß. So, wir rauben die aus hier. Oh, das ist eine Miezen! Miezi, steh bleiben, ich helf dir. Weißt du, da rennt einfach eine Miezen mitten in der Stadt rum. Das siehst du nur in Los Santos. Also ich wohne in einer großen Stadt, also in einer relativ großen Stadt. Und da hast du die irgendwie eine Miezen mitten in der Stadt rumrennen sehen. Also, komische Sache. Okay. Natürlich funktioniert es mal wieder nicht. Ich glaube, die Mod funktioniert nicht. Da machen wir es auf unsere Karl-Heinz-Art und Weise. Und zwar werde ich mich jetzt beschweren, dass es nicht funktioniert hat. Passt mal auf, Leute. Wir rauben die Bank auf unsere eigene Art und Weise aus, ja? Schau mal, wie die alle am Handy sind. Und die im Kaffee trinken. Das ist so typisch 2018. Die eine Starbucks, die andere am Texten. Aha. Typisch 2018, der in der das Bank. Ist der Sound of a Spende. Warum schaut er auf seinen Zettel drauf? Weißt du, ich gehe mit einer Waffe rum, keiner sagt was. Das ist ein Überfall! Auf dem Boden! Das wird hier doch brutaler, wenn sie nicht aufhören. Machen sie auf! Machen sie auf die Tür. Warte mal, den müssen wir jetzt hier aber. Müssen wir da zeigen, wo es lang geht, Alter. Wo ist er denn? Business is in the toilet! Was du denn laberst? Okay. Hoffen wir, dass wir da reinkommen. Ich hoffe mal, ich schaffe das irgendwie, Leute. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich nehme mir eine Haftbombe, so. Baller ich jetzt hier rein, so zack, zack, boom. Oh ne, da kommen schon die ersten Kopperlers. Die ersten Cops. Was? Ist das jetzt offen? Bitte sag, es ist offen. Nö. Die kriegst du so nicht auf. Muss ich jetzt wirklich Mod-Menü? Okay. Kann ich hier irgendwas machen, theoretisch? Nee. Mann, ist finde ich schade, dass die Mod nicht funktioniert. Die funktioniert gar nicht mehr. Ich muss hier raus. Komm ich hier? Nee, schau mal, die ist wirklich zu. Du kommst hier nicht raus. Supergeil. Jetzt will ich gerne normalen Bankraub gehabt, aber anscheinend geht das nicht. Boah, ist das brutal. Das ist so brutal. Alter, oh. In Ruhe lassen. Da ist aufs LSPD. Ich fahr weg. So, 3 Sterne für einen Banküberfall. Und wo wir ganz viele Leute umgebracht haben, das war es ja mal wieder. So. Ich hab eine Idee. Die Idee ist,
Geh mit dem Flow. Nee, wir gehen in die U-Bahn rein. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Scheiße! Nein, 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 nein! Oh, es geht sich aus! Boah, war es knapp! Wir gehen in die U-Bahn rein. So ein alter, gute Trick, ne? Wir kennen den, ja? Runter da. Guter alte U-Bahn-Trick. Dankeschön an Anna Gray für 90 Cent und Ermikan für 1 Euro Donation. Du hast meine erste Spende nicht gelesen. Als Ermikan gespendet bin, traurig, grüß mich und Imet. Was, Imet? Imet soll ich grüßen und Ermikan. Sorry, vielleicht wurde es nicht eingeblendet. Kann schon mal sein, kann man schon mal vorkommen. Weil sonst, ich gehe sonst wirklich immer alle Donations durch. Aber es kann sein, dass es immer stecken geblieben ist. Dann schaue ich später nochmal durch, ob ich den übrig gelassen habe. Kann ich gerne machen dann. Aber Ermikan, beste Grüße raus, dafür gibt's Money Rain. Und wir hauen ab von den Kopf und haben es gleich geschafft. Immer das. Oh, ich komme so hoch. Und wann sind die Cops endlich weg? Aber kann ich da hoch? Tatsächlich. Cops sind weg. Warte mal. Karl 1! Gott sei Dank haben wir das Moped genommen, weil mit dem kommen wir gut zurecht. Das ist der Sound auf die Springe. Dann gebt euch das mal, wie geil das ist. Du kannst nämlich hier einfach hoch. Mit dem Auto geht das nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid, ich habe gerade die Bank ausgeraubt und ein paar Leute umgebracht. Das ist der Sound auf die Springe. Passen sie auf, wo sie... Warte, komme ich hier durch? Ach bitte. Geil, ich komme hier sogar durch. Geil. Geiler Milo. Super. Und wir sind bei Los Santos Customs. Direkt reinfallen und das Ding auftunen. Felix. War gerade wasen. Du warst gerade wasen. Was kannst du dich erwaschen? Musst du die Wäsche machen? Das ist der Sound of ich bin. Ja, dann fühle ich mit dir. Ich hasse Wäsche machen. Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Das machst du. so. Warte mal. Albana Kick ballert 1 Euro raus. Bester YouTuber, kannst du mich grüßen? Ja. Albana Kick, Grüße raus. Weil ich wirklich hier Kick statt King. Ich dachte schon, King steht da. Und der King L ballert 1 Euro raus. King LXD, Grüße raus an dich. Und jetzt, wie versprochen, gibt es eine Durchgrüßrunde. Ihr wisst ja, kannst du mal wieder LSP DFA spielen, natürlich. Muss es neu installieren. Es kam ja ein neues Update raus, glaube ich. Muss ich machen. Ich mache jetzt die Durchgriffsrunde für euch. Ich würde sagen, das war es eh heute für den Stream. Wir haben eh schon wieder seit über einer Stunde gestreamt. Da wird heute noch eine Real-Life-Mod aufgenommen. Die wird höchstwahrscheinlich morgen rauskommen. Also morgen. Macht euch bereit für eine Real-Life-Mod. Und dann machen wir jetzt hier eine kleine, aber feine ein Cheatum. Nee, eine Durchgriffsrunde werden wir jetzt starten. Und zwar mache ich jetzt ein bisschen Mucke rein. Wenn die Mucke läuft, ihr wisst ja, wie es ist. Vergesst nicht, gerne zu abonnieren, Glöckchen zu aktivieren. Den Like-Button zu drücken, bis er blau wird. Ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Schön blau drücken, den Button. Und dann gibt's die Durchgriffsrunde. Und ich schau gerade, wo. Ach komm, hau mal Nefex rein. Ich liebe Nefex. Nefex, I'm grateful. Oh yeah. Ne, komm, mach mal das hier rein. Zack. Mal wieder ein bisschen Nefex hören. So. Mal, wer noch alles aktiv dabei ist. Schau mal, habe ich dich ausgelassen vorhin? Also ich sehe die dann glaube ich nicht. So, dann grüße ich mal durch hier. Das ist das Boah, also viele noch da. Ja, King LXD, grüße ich nochmal raus, an ich für 1 Euro. Benny grüße ich, Sarina grüße ich, dann Crispin grüße ich, Monster 543 grüße ich, Benny grüße ich, Patrick grüße ich, Luca grüße ich, dann den Lukas grüße ich, Kermin 67 grüße ich, Mr. Toaster D grüße ich. Julia grüße ich, Alexandero live grüße ich, Rebecca grüße ich, Bice Pedal grüße ich, Paule King 05 grüße ich, Sinner 92 grüße ich, LP Jonas grüße ich, Fullzocker grüße ich, Alex der Buhr grüße ich, den Swaffel 99 grüße ich, Puppy Science grüße ich, Danny X grüße ich, den Kevin grüße ich, Afk 096 grüße ich, Marco grüße ich, dann den Dennis grüße ich, Wii U Gaming LP 45 grüße ich. Dekaru grüße ich. Mighty Killer grüße ich. Dann Denise grüße ich. Dodgy Zee grüße ich. Aerox grüße ich. DJ Yunda grüße ich. Dann Kai grüße ich. Noah ST grüße ich. Eldin grüße ich. Oh, da ist eine Katze am Tisch. Agent GTA Melvin grüße ich. Oder ne, Maivin steht da. Maivin. Oder Melvin? Okay. Marvin? Ich weiß nicht. Das ist ja auch verschrieben. Die iArmy Girl grüße ich hier. Fortnite Minecraft grüße ich. Danny grüße ich. Louis grüße ich. Edo Nis Vego grüße ich. Shiba Inu. Shiba Inu, beste Grüße gehen raus. Wo hätte King schreiben? Ach so. Ja, dann Albana King. Dann war das schon richtig gedacht. Shiba Inu, beste Grüße gehen raus hier. Fabienne grüße ich. David grüße ich.
Sasuko grüße ich. Pikachu Girl grüße ich. Chaos Melone 44 grüße ich. Dann Nadine grüße ich. Grüße Tyler, mein echter Name. Ja, schau mal, Nadine und dann heißt er Tyler. Tyler, grüße geht raus hier. Dennis Wolf grüße ich. Nicole grüße ich. Dann Ghost Mods grüße ich. Fortnite Churl grüße ich. Elia Z grüße ich. Kipro grüße ich. Bei Skilio, dankeschön für eure Donation noch am Ende des Streams. Bei Skilio, grüße geht raus an dich. Dann den Mariox 79 grüße ich. Dann Ani Schulze grüße ich. GLP und Palute Fan grüße ich. Simon grüße ich. Erika grüße ich. Apollo 11 grüße ich. Dann noch X-Day Dream SX grüße ich. X-Gamer.de YouTube wird gegrüßt. Dann Christian grüße ich. René grüße ich. Epic Clips grüße ich. Dann den Robin grüße ich natürlich. XXAROX XX07 grüße ich. Wen haben wir dann noch? Den Josef grüße ich. DJ Donnemite Party grüße ich. Dann Floxy Boxy grüße ich. Kingkiller grüße ich. Michael grüße ich. Amina grüße ich. Alles Baum, alles Bomb grüße ich. Dann den Lukas grüße ich. Nicole Niki, ebenfalls VIP. Grüße gehen raus. Dankeschön fürs dabei sein, fürs VIP sein und Darkboy 1. Auch moin sein. Grüße gehen raus an dich. Auch ein VIP. Fireheart grüße ich. Vanny Gamer grüße ich. DJet Upsi grüße ich. Und Black Adler TV, ballert hier 22 raus. Hi, mal wenn ich dich schaue, muss ich lachen. So ist das, ne? Dankeschön, Black Adler TV, für 22 ballert hier nochmal am Ende des Streams raus. Kai und Tagi werden auch mal wieder gegrüßt. Besser Grüße gehen raus. Dann Nasa und UHD grüße ich. Kronenkönig grüße ich. Dann den Manhunter D grüße ich. Skilio grüße ich. Spende Inkame. Ja, die kam schon rein, glaube ich, ne? Von dir. Ja, tatsächlich. Also nochmal Grüße gehen raus an dich. Den Martin grüße ich. So. Jojo Mausi grüße ich, Robert grüße ich, Super Brose, da steht wirklich Brose, nicht Bros, da steht Brose. 12 wird gegrüßt hier. Dann King Gaming HD grüße ich, Juri grüße ich, René grüße ich, Till ist online mit gegrüßt. Alissa grüße ich, Lena grüße ich, Technik Tester grüße ich, Eulil, nee warte, Eulil kam, so Grüße geht raus hier. Josephine grüße ich, Perry02 grüße ich und bei Skilio, bald nochmal 1 Euro aus, kannst du gleich Discord, grüß mich please. Heute komme ich nicht Discord, weil ich noch eine Real-Life-Mod-Folge aufnehme. Wird heute noch ein bisschen viel Arbeit in irgendwie, weil ich arbeite an der Real-Life-Mod fast 3-4 Stunden, also das wird noch ein bisschen länger brauchen. Das heißt, heute komme ich leider nicht mehr und dann auf den Discord. Vielleicht nur ganz kurz, wenn ich mal mit einem Mod oder so schnell was reden muss oder so, aber leider heute noch eine Real-Life-Mod-Folge aufnehmen für morgen, ne? Cornelia grüße ich. Bitte gerne, bringst mich immer zum Lachen. Kein Problem, Nicole. So, Dominique Jason grüße ich. Den Levin grüße ich. Tokyo Shadow grüße ich. Dann den Benjamin grüße ich. King Linus grüße ich. Mein Leute, Trimax hier. Ist so ein Running Gag schon, ne? TJs Videos gegrüßt. Dann den Blendin grüße ich. Channel Bros grüße ich. Und Black Adler TV ballert hier nochmal fast einen Cheeseburger raus. Dankeschön für 99 Cent ballert er nochmal raus am Ende. Dann Jan Christiansen, ebenfalls ein VIP. Och Mann, natürlich, Grüße gehen raus hier an dich. Gerne doch, VIPs siehst du immer im Chat. Kannst du immer grüßen, weil die mal so schön rausstechen. Es geht dann easy peasy. Den Victor grüße ich. Marios Kanal grüße ich. Rosa grüße ich. Dann Abel VW Golf 7 GTI grüße ich. Alexei grüße ich, Gaming Cool grüße ich, HGFHG grüße ich, bester Name ever. Tetra grüße ich, Niklas SM grüße ich, Anni grüße ich, den Damien grüße ich, Aaron grüße ich, Mr. Objekt Hupf grüße ich, Angela grüße ich, oder Angela, das ist die Frage, ne? Paul grüße ich, den Stefan grüße ich, PrimeXC grüße ich, Marie grüße ich. Alter, da ballert nochmal jemand 10 Euro raus. Vielen Dank für 10 Euro Donation. Da freut sich der Hund. Im Batmobil, der Bathund freut sich da. Zombie Boy 621 ballert hier 10 Euro mal raus. Zum Schluss noch ein 10er. Für den Buzzy. Dankeschön für einen 10er, Zombie Boy. Beste Grüße gehen hier raus. Auch an dich, Alter. Abnormal. Bald hier nochmal 10 Euro am Ende raus. Beste, Alter. Beste. Dann Abbys Kanal. Oh, da ist eine Katze auf dem Tisch. Ihr seht die leider nicht. Aber das müsstet ihr mal sehen. Ich brauche mal eine Catcam. Oh, die andere Katze kommt nach Hause. Super. Jetzt rennt er weg, natürlich.
Perfekt, Katzen-LP wird ja auch gegrüßt. Twins A&A grüße ich. Annemarie Einhorn grüße ich. Barbara wird auch gegrüßt. Leonie und bin 9 Jahre alt. Warum heißt du dann Barbara? Der Kanal von deiner Mutti. Dann Leonie, beste Grüße geht raus hier. Und falls deine Mutter Barbara heißt, du auch an die Barbara. Mega Crafter, Grüße gehen raus auch an dich. Dann haben wir noch den King LXD, natürlich auch nochmal eine Grüße gehen raus hier an dich. Vielen Dank für deine Donation vorhin. Selina grüße ich. Ja, Black Adler TV ballert nochmal 99 Cent raus. Er ballert und ballert weiter raus. Das gibt's doch nicht. Am Stückchen ballert er raus. Den Rattenbär 2017 grüße ich. Dann Nieses and Cheeses Weltwind hergegrüßt. Dann Dimiko ist da. Grüße ihn aus dir. Dann haben wir hier noch Techstar 2000 gegrüßt. Ja, Grüße raus ja auch an dich. So, dann haben wir noch die Melanie grüße ich. Aletin grüße ich. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Nicht, tut's mir leid. Lama Gameplayer 779 wird gegrüßt. LM Gaming grüße ich. Ellie grüße ich. Ellie. Dann Charlotte wird gegrüßt. Den Roger Fuchs grüße ich. JP Schmidt grüße ich. So, dann haben wir noch Ilana grüße ich. Lukas grüße ich. LOL HD wird gegrüßt. Lisa grüße ich. Bananenmilch 01 wird gegrüßt. Eric Sally Sister grüße ich. Nico grüße ich. Josef grüße ich. Samuel grüße ich. Boah, hier grüßt man aber echt lange durch, ne? Lukas Shop wird nochmal gegrüßt hier für 1 Euro. Ach ja, by the way, für Shop. Bald kommt ja der neue Shop raus und. Wer es noch nicht gewusst hat, bei Instagram, ihr müsst mal unbedingt bei Instagram vorbeigucken, da habe ich schon die ersten Autogrammkarten drucken lassen und könnt ihr mal schauen, wie die neuen Autogrammkarten, also die ersten Autogrammkarten aussehen. Da wird es nämlich dann eine Aktion geben, die werde ich dann euch später sagen, was es da für eine Aktion geben wird, wie man dann die Autogrammkarten gibt. Da folgt mir wirklich am besten bei Instagram, da werde ich das Ganze dann sagen, wie man zu die Autogrammkarten kommt, ja? Einfach bei Instagram folgen, kann ich euch dann sagen, wie man dann die Autogrammkarten bekommen kann. So. Dann den Pascal grüße ich. So, jetzt mache ich aber wirklich die letzten 10 für heute, sonst geht's hier nochmal ab. Und Lukas Hopp, danke für 1 Euro Donation hier. Vor ein paar Sekunden donated. Lukas Hopp. Beste Grüße geht raus. So, die letzten 10 jetzt aber wirklich. Lea wird gegrüßt. Dann Krosti grüße ich. FreeSex Storm grüße ich. Elisabeth grüße ich. Michel grüße ich. Dann Luck Like Bam wird gegrüßt. Heiße Lucy, ja, grüße ich Lucy. Dann, wenn Hammer noch, Joshua, 6989 wird gegrüßt. Und die letzten 3 für heute, wirklich die letzten 3. Hanna grüße ich, Sebastian grüße ich und zu allerletzt, wen habe ich noch nie gesehen? Ja, Mandy, komm, Mandy, ganz am Ende. Und damit, liebe Leute, würde ich mal sagen, das war es heute mit dem Livestream. Echt noch eine relativ lange Grüßesrunde hier gehabt, weil das Lied jetzt schon das 5. Mal Gefühl durchspielt. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen in der neuen Folge Real Life Mod. Seid auf jeden Fall morgen mit dabei, würde mich freuen. Ich würde sagen, das war's aber wirklich jetzt. Ich wollte noch eine Tanzanlage einlegen. Kann ich das so machen? Ist nur noch Zeit für eine Tanzanlage? Okay. Es ist noch Zeit für eine Tanzanlage, natürlich. Also, meine Lieben, wir sehen uns bis morgen in der Real Life Mod. Haut rein. Habt noch einen schönen Abend, einen angenehmen Abend. Like die Mods am Morgen. Real Life Mod, ihr wisst. Und bei Instagram vorbeigucken. Ganz wichtig für die Autogrammkarten. Dann erfährt ihr als erstes, wie man an die Autogrammkarte reinkommt. Und ihr wollt es doch sicher nicht verpassen, oder? Also, ihr Lieben, haut rein. Gute Nacht. Wir sehen uns. Bis morgen. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski!